Escolar. Er kam als Titelverteidiger nach Warendorf und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Der Doppel-Bundeschampion Escolar. Erneut gab es für Grundgangarten und Rittigkeit Top-Bewertungen. Für den Galopp, der nach oben keinen Raum mehr lässt, wie Kommentator Dr. Dietrich Plewer es formulierte, sogar die Traumnote 10,0. Auch die beiden Fremdreiter fühlten sich im Sattel des bedeutenden Braunen überaus wohl und vergaben mit 19 Punkten die Tageshöchstbenotung am Reitpferdeviereck. Mit dem Sieg im Westfalen-Championat und seinem 30-Tage-Test in Neustadt-Dosse bestätigte Escolar abermals seine absolute Sonderstellung. Die weitere sportliche Förderung hat Reitmeister und Olympiasieger Hubertus Schmidt übernommen. Mit Spannung werden 2014 die ersten Fohlen des Escolar erwartet. Escolar stammt ab von dem ebenfalls in Riesenbeck stationierten NRW-Siegerhengst Estobar NRW. Die Mutter, Staatsprämienstute Faradina L., war Jahrgangsbeste ihrer Stutenleistungsprüfung und platzierte sich in Reitpferdeprüfungen. Der Muttervater Fürst Piccolo zählt zu den begehrtesten Hengsten des Warendorfer Landgestütes. Mit Sion, Figaro und dem Vollblüter Vollkorn folgen Heroen der Oldenburger Zucht. Erfolgsstamm der Bastina mit zahlreichen Zurt- und Sportspitzen.